Nachtwolke. Und ein Schattenfluch, der zurück ins Leere ging mal wieder. Und weg ist sie. Und Level up. Yay. Schadensreduzierung. Also was Resistenzen klingt am besten. Okay, wir haben einen Schädel und wir haben Schuhe. Und ja, hier hatten wir den Einblick genau auf sie. Und hier hatten wir den Einblick auf den Eingang. Der Boss war jetzt wieder nicht sonderlich schwierig, muss ich sagen. Nehmen wir an, wenn wir hier den Schädel drauflegen, geht die Tür auf. Okay. Und wir kommen tatsächlich hier raus. Ja, sehr schön. Freut mich. Wir haben das Level damit wohl abgeschlossen. Bis auf den Bereich hier. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch was versteckt wäre. Okay, ich wüsste, wo was versteckt wäre. Wie wir einigermaßen schnell dahin kommen, weiß ich auch zum Glück. Das ist der Teleporter hier oben. Das ist das. Alter, da bin ich jetzt gerade doof. Wo bin ich? Ja, am Anfang. Ich glaube, ich bin gerade einfach doof. Ja, ich bin einfach nur doof. Nochmal Flup. Heilung. Hier war der Teleporter. Das Secret hier drin habe ich. Genau, hier komme ich nicht durch. Gut. Von hier aus kommen wir schnell wieder zurück. Können hier weiter. Okay. Dein Sturz wird zu meinem Aufstieg führen. Aha. Schön für dich. Wollte eigentlich gerade sagen,
Das fällt doch auf. Automap, okay. Hier ist tatsächlich was. Ja, auf der Seite ist nur der Teleporter. Zu Level 19, zu Level 10. Also irgendwas muss hier noch sein. Hier ist es gleich an der Wand. Ja, Tatsache, da war ein Knopf, okay. Und noch so ein kleiner Knopf. Mattierte Stiefel des legendären... Ja, mattierte Stiefel des legendären Zauberers, genau. Mattierte Stiefel des Zauberers. Die kriegt sie Lastwagen gezogen. Einfach, weil sie cool aussehen. Und von hier aus kommen wir nach hier oben. Hier ist eine Heilfiole, okay. Gut, die beiden können wir noch nicht öffnen. Das sind wahrscheinlich Wege von 19 und 20. Aber das können wir öffnen. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, mit Level 17 sind wir halt leider schon fertig. Und das Gemeine ist... Achso, stimmt, von hier aus kommen wir ja wieder nach oben. Oder? Ja. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist der Weg ins nächste Level. Also hier rum. Und hier rein. Also ja, da haben wir wirklich nicht viel verpasst, so wie es aussieht. Wow, das letzte Level war ganz schön heftig. Was meinst du? Ich meine, es war aufregend, oder nicht? Wir hätten jeden Moment sterben können. Genau, wenn wir vor dem Tod nicht wenigstens etwas Aufregendes erleben, werden wir es nie. Seufz. Okay. Ich habe eine sehr pessimistischen... Dunkelelf Magier. Habe ich etwa Alof im Team? Wow. Hi. Ja, Feuerball für euch. So, und dann legen wir mal los. Dumm, die dumm, die dumm. Okay, sie sind nervig. Definitiv. Nervig. Da
Okay. Du hast ein Level up. Und dann booste mal deinen harten Schlag. Du hast ein Level up. Ja, nehmen wir mal das. Gut, also... Ja, auf der Seite ist es. Skelett-Lieutenant, aha. Wie seid ihr einladender aus? Nehmen wir also erstmal die. Ja, da sehe ich wieder eine Wand, die aufgehen kann. Da ist der Weg nach oben. So. Erstmal die schön betäuben und dann können wir Rambazamba machen. Auf meine Heilerin zu hauen. Okay. Was Zauberschaden erhöhen? Ja. Ja, Damage ist immer gut. Also auf der Seite ist entweder irgendwie nichts. Oder ich bin gerade zu blind, es zu finden. Weil das hier wird von der anderen Seite geöffnet oder durch irgendeinen Mechanismus. Ring. Könnte ich bei Hagrim eintauschen. Aber nö. Gut, das heißt, ich habe nur die Seite, die nicht so gemütlich aussieht. Hi. Ihr seid wieder Skelettleutnants, das ist okay. Dann mache ich euch wieder Feuer unterm Hintern.